Dies ist eine Petition gerichtet an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Titel: Die EU verbietet uns bald noch zu atmen. Handeln Sie jetzt, setzen Sie mit Ihrer Partei umgehend auf regionale Regierung in Sachen Umweltschutz, bevor es zu spät ist. Erst die Glühbirne, dann Duschköpfe, Staubsauger und. Es kann so nicht weitergehen. Umweltschutz ist eine Sache, aber in erster Linie dienen diese Verbote oder auch Vorgaben lediglich der Industrie. Es gibt Städte, welche von einem bestimmten Industriezweig abhängig sind. Wenn dieser dank der EU eingeht, könnte eine ganze Stadt eingehen. Warum Strom und Wasser sparen, wenn wir doch reichlich im Überfluss haben? Regenerative Energiequellen im Einklang mit der Umwelt interessieren sich nicht dafür, ob eine Energiesparlampe in der Fassung hängt oder eine Glühbirne. Die Umwelt interessiert sich nur, ob ein Kernkraftwerk läuft oder ein Braunkohlekraftwerk. Als Beispiel. Warum soll der Verbraucher all diese Lasten und Einschränkungen tragen, wenn der Plan lediglich vorsieht, den CO2-Ausstoß zu verringern? Wenn wir den Kurs mit regenerativen Energiequellen beibehalten, sehe ich keinen Grund, dermaßen in die Privatsphäre und persönlichen Kaufentscheidungen der Normalverbraucher einzugreifen. Wenn wir das im Moment noch utopische Ziel von 100% CO2-neutraler Stromproduktion weiterhin verfolgen, besteht kein Grund mehr, derartige Eingriffe in das Privatleben im eigenen Haushalt zu unternehmen. Mein Geschirrspüler von 1989 verbraucht 1,3 Kilowattstunden pro Spülgang. Die neuen Modelle im Laden liegen angeblich laut Herstellerangaben bei 1,1 Kilowattstunden pro Spülgang. Ich sehe keine nennenswerte technologische Weiterentwicklung. So viel gute alte Geräte fliegen auf den Müll, nur weil unentschlossene Kunden nicht wissen, wie viel ihr aktuelles Gerät mehr verbraucht. Das ist ein wesentlich größerer Schaden an der Umwelt, da das neue Gerät nie hätte hergestellt werden müssen. Je weiter ein Produkt entwickelt wird, desto anfälliger ist es für Defekte. Stichwort geplante Obsoleszenz, gleich geplanter Verschleiß, gleich von der Industrie vorprogrammierte Sollbruchstellen für das geplante Ausfallen des Gerätes und den darauf folgenden Neukauf seitens der Kunden. Unübersichtlichere Produkttypen machen dem Normalverbraucher das Kaufen schwer. Am Ende werden Kunden maßlos über den Tisch gezogen und für dumm verkauft. Meine Mutter ist auch auf die Sache mit der Energiesparlampe reingefallen. Dutzende Euros für die Deckenlampe in der Küche sind verschwunden und nun kommt die Beschwerde: Das ist ganz kaltes Licht, aber auf der Packung steht doch warmweiß. Mit derartigen Verboten ist es Herstellern möglich, den größten Mist an die Kunden zu verkaufen, und wenn sich beschwert wird, wird auf die EU verwiesen. Ich stand auch schon im Supermarkt und habe gesagt: Jetzt geben Sie mir bitte endlich ein Leuchtmittel, welches genau das gleiche Licht wie die Glühbirne macht, oder geben Sie mir eine Glühbirne, verdammt! Meistens kamen patzige Antworten, wie zum Beispiel: Ja, da können wir nichts ändern, die EU hat vorgeschrieben. Und so weiter. Den Rest kann man sich denken. Wenn die EU alles vorschreiben darf, bleibt viel Spielraum für Betrüger und Abzocker. Wenn die Staubsauger nur noch 900 Watt leisten dürfen, kann eine Firma es bis dahin geschafft haben, einen Staubsauger zu bauen, der mit 900 Watt genauso viel saugt wie ein Staubsauger mit 2000 Watt. Aber die Billighersteller von der Discounterkette haben ebenfalls ein Modell mit 900 Watt, nur leider die alte Technik. Fazit: Der Kunde steht vor dem Staubsaugerregal und denkt sich: Beide 900 Watt, also gleiche Leistung. Nehme ich den billigeren. Und dann saugt er nicht einmal ein Sandkorn auf. Genauso war es mit der Glühbirne. 60 Watt waren 60 Watt. Und nun gibt es 500 verschiedene Definitionen, wie 9 Watt auf einmal 60 Watt sein können oder andersrum. Physikalischer Blödsinn auf den Verpackungen, der irgendwann auch mal Sinn ergibt, aber bis dahin sitzt das schlechte Produkt bereits in der Lampenfassung und das Geld ist weg.
Der Kunde braucht für all das bald ein Physikstudium mit Master, um noch einen Durchblick zu behalten. Wenn es so weitergeht, richtet die EU bald einen riesigen volkswirtschaftlichen Schaden in Deutschland und im Rest der EU an. Ich erinnere Sie an Ihren Eid. Deswegen meine Bitte und auch die der Menschen, die hier unterzeichnet haben. Lassen Sie die Kontrolle bei den Bundesländern und den Kommunen, damit regionale Interessen in Bezug auf Klimawandel besser erreicht werden können. In den USA zum Beispiel wurde nur in Texas die Glühbirnenproduktion wieder erlaubt. Die EU braucht ein Verbot für Verbote. Wie soll ein einziges Parlament die Interessen so vieler verschiedenen Länder unter einen Hut bringen? Stärken Sie den Ausbau regenerativer Energiequellen, denn nur so kann man den CO2-Ausstoß mindern. Jedes Bundesland, ja sogar jede Kommune, sollte selber das Ruder in der Hand haben, wenn es um Strom und Wasser geht. Warum sollte zum Beispiel am Harz Wasser gespart werden, wo doch so viel davon vorhanden ist? Warum sollen wir weniger Strom für mehr Geld beziehen? Noch sind die Strompreise tragbar, in Klammern gerade so. Wenn wir jetzt weniger verbrauchen, wird der Strom noch teurer. Wir müssen den Stromverbrauch beibehalten, damit dem Verbraucher mehr Spielraum bleibt, was er mit seinem Strom alles machen kann. Wir brauchen anderen Strom, nicht andere Verbraucher. Mit diesem Denken wären auch die EU-Verbote sinnlos und der Verbraucher kann auch endlich mit einem Realschulabschluss wieder einkaufen gehen und kann wieder das kaufen, was er für richtig hält, nicht was die EU für richtig hält. Alle schimpfen auf totalitäre Regierungsmodelle wie beispielsweise die UdSSR oder die DDR. Aber die EU steuert geradewegs in die Richtung, aus Europa eine neue totalitäre Wirtschaftsdiktatur zu machen, in dem die Menschen keinen eigenen Willen mehr haben dürfen, sondern nur noch den Willen der EU gehorchen sollen. Das ist die Petition auf change.org. Unterzeichnet diese Petition, wenn ihr meine Ansichten teilt. Und bringt die Nachricht auch an eure Freunde und Bekannten, verbreitet die Nachrichten über Facebook, Twitter oder auch über E-Mail, zur Not auch mündlich. Oder vielleicht tut es sogar auch mal ein guter, klassischer Brief. Der Link zur Petition steht übrigens in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für die paar Minuten Aufmerksamkeit und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag.